Und zwar möchte ich das Rätsel lösen aus der Schriftrolle des Tod. Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, ich habe noch nicht alles aufgedeckt, aber dieses Gebäude hier oben sieht wie ein Tempel aus. Außerdem ist die Schnellreise da auch noch nicht freigeschaltet. Ich bin ja auch intelligent, ne? Was fahre ich jetzt mit dem Schiff hier hin? Ich kann ja auch erstmal hierhin Schnellreise machen. Ja, genau, machen wir es so. Sparen wir uns etwas Zeit. Wie gesagt, das Gebäude sieht wie ein Tempel aus, deshalb werde ich jetzt dort mein Glück probieren. Tempel. Albtraummodus. Also die Ladezeiten, finde ich, sind manchmal auch der Albtraum. Ein Albtraum. Gut. Ich möchte das jetzt noch mal gerade lesen. Quatsch. Zwischen den Wurzeln des Baumes des Lebens. Okay. So, jetzt machen wir uns auf den Weg dorthin. Decision-Gerät. Also ich frage mich echt, was das heißt. Decision. Oder Gerät. Ja, das ist schon ein scharfes Gerät hier. Das stimmt. Oh. Okay. Whoa. Oh, ich glaube, ich muss mal. Muss ich mal niesen? Ach, ich glaube, ich kann es mir gerade noch so verkneifen. Oh. Aha, Tempel des Tod. Tempel des Tod. Ah! Also ein richtiger Baum ist das hier. Oder? Der sagenhafte Kristall von Tod. Ach, Tod, der Tod. Tod. Sorry für die Aussprache. Tod. Dies zeigt Tods Kristall auf der Spitze des Obelisken. Alles klar. Na gut, wir wollen jetzt erstmal das Rätsel lösen, ne? Also. Also irgendwie. Auf, junger Wandersmann. Hinauf in die Lüfte. Kommt der jetzt hier einfach so hoch? Ja, das Klettern ist ja schon sehr leicht hier, ne, in dem Teil. Wenn ich so an die anderen Teile denke, was bin ich da manchmal abgestürzt? Aber es lag natürlich nur an der Steuerung, woran auch sonst, ne?
So, jetzt kommt's. Was steht da? Aufladen. Oh, jetzt wird's spannend jetzt. Okay. Ich synchronisiere mal kurz, wenn ich schon hier oben bin, ne? So viel Zeit muss sein. Oh, ist das herrlich. Ach, oh, schön. Ein Traum. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie. Nochmal ein Erinnerungsfoto. So, bitte recht freundlich. Super. Gut, jetzt müssen wir hier wieder runter. Oh. Hopsi, hopsi. Hoppu galoppu. Die müssen wir jetzt bestimmt irgendwie ausrichten. Reflektiert das Licht des Kristalls. Das. Und hier muss noch einer sein. Was geht ab? Och, dieses Right Decision Gerät, also das ist ja. Wollen mal gucken. Mal Looky Looky machen. Also da soll das bestimmt auch nicht hin. Auch noch. Ist da der Spiegel kaputt? Man möge mir verzeihen, dass ich noch etwas planlos bin. Mal auch noch dahin lenken. Der ist noch nicht so ganz. Ui, nee, den habe ich noch nicht so ganz schön ausge. Ich lenke das Licht, indem ich die Spiegel bewege. Ja. Den muss ich noch mal ein bisschen schöner bewegen. Oh, es hat geklappt. Und guckt mal, da steht eine Miezekatze. Das ist ja niedlich. Und die Tür ist auf. Sie ist offen. Yes. Dort. Unter dem Lebensbaum ist jetzt ein Weg zu sehen. Naja, nice. Oh, du kleines Kätzchen. Komm doch noch mal her. Komm mal her. Oh. Ach, keine Zeit. Jetzt rein da. Jetzt bin ich neugierig. Was ist hier unten? Und hoffentlich reichen die Sachen, die ich eingesammelt habe. Diese Schwerter sind einzigartig. Aus dem stärksten Eisen gemacht. Und in den Äonen unter dem Baum nicht verrostet. Mhm. Das muss der Schatz sein, den Ptahmose suchen lässt.
Oh, meine Güte. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Gut, wenn wir jetzt diese neuen Sachen schon haben, dann kann man ja mal einen Blick drauf werfen. Sind das die? Nee. Die hier. Oh, kann ich noch nicht mal anziehen? Ja, ich habe noch nicht Stufe 43 erreicht. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es was gebracht. Das Rätsel selbstständig. Also, bis demnächst. Macht's gut. Ciao.